Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Lieben, zu Octopath Traveler. Ja, ich entschuldige mich erstmal dafür, dass ich jetzt eine Woche nichts Neues aufgenommen hatte und hochgeladen hatte auf meinem YouTube-Kanal. Es hatte aber auch einen speziellen Grund, warum ich das nicht machen konnte, denn es ging mir gesundheitlich leider nicht gut. Ich hatte leider, in den letzten 6 Tagen hatte ich leider Corona bekommen. Und am ersten Tag waren meine Beschwerden bzw. meine Symptome, dass ich halt Schüttelfrost hatte, dann sehr starke Gliederschmerzen, starke Kopfschmerzen. Die waren so schlimm, dass ich gedacht hatte, oh mein Gott, mein Kopf explodiert jetzt. Und ich hatte leicht erhöhte Fiebertemperatur, nämlich 38 Grad. Und da am ersten Tag ging es mir richtig beschissen und weil es ja noch nicht genug war, habe ich am nächsten Tag noch zusätzlich eine laufende Nase zeitweise bekommen und öfters musste ich husten. Und der Husten, der war so schlimm, dass ich richtig schöne Halsschmerzen bekommen hatte und auch Schluckbeschwerden. Und ich weiß jetzt nicht, man kann es, glaube ich, Stimme sich auch bei mir jetzt hören, dass die Stimme bei mir jetzt auch noch nicht so hundertprozentig topfit ist. Liegt aber noch daran, weil sowohl die Nase als auch der Hals noch ein bisschen verschleimt ist. Aber sonst geht es mir soweit so gut, dass ich zumindest auch wieder aufnehmen kann. Und ich bin auch froh drüber. Und ja, in der letzten Aufnahme haben wir hier auf jeden Fall das dritte und vorletzte Kapitel von Primrose gemacht. Wir haben unter anderem Revolo Forsyth oder Forsyth kennengelernt, der ein stellvertretender Kommandant der Stadtwache in Edelhof ist. Haben ihn halt kennengelernt und auch Semyon. Und Semyon war, Betonung liegt auf war, ein Freund von Primrose und hat sich entpumpt als Verräter, weil wir haben es ja nach dem Kampf, von dem Bosskampf, ja auch gesehen, dass der Semyon einen Dolch bei Primrose in den Magen eingerammt hatte und Gott sei Dank war der Revello in der Nähe und hat sie auch gerettet, weil sonst wäre Primrose dort echt gestorben. Da kann sie nur vom gut Glück reden, dass er da war, in der Nähe. Ja, und ansonsten habe ich jetzt offscreen Cyrus Don noch bis Stufe 45 gelevelt. Man sieht es ja da. Und ja, automatisch haben Hanit, Olberic und Ophelia auch wieder ein paar Level-Ups bekommen und ja, jetzt beginnt natürlich das dritte Kapitel von Cyrus und somit auch das vorletzte Kapitel von Cyrus und es ist im Grunde genommen jetzt das allerletzte dritte Kapitel, was wir an sich jetzt machen und dann beginnt überall das vierte Kapitel und da bin ich auch sehr gespannt, aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal hier weiter in Steinkrat. Wenn ich mich jetzt räuspern muss oder ich öfters husten sollte, dann tut es mir leid. Genau, Kapitel 3 von Cyrus. Nachdem du erfahren hast, dass sich die Originalausgabe von Aus den Tiefen der Hölle in Steinkrat befinden könnte, machst du dich auf den Weg dorthin. Aber du kannst das Gefühl nicht abschütteln, dass dich jemand beobachtet. Oh Gott, wir werden gestalkt. Was bisher geschah? In Kampbruch nutzte Cyrus seine logischen Fähigkeiten, um eine Serie von Entführungen aufzuklären. Verübt von dem vorkommenden Gelehrten Gedeon, der das Blut der Dorfbewohner für seine Experimente missbrauchte. Und in Gedeons grauenhaftem Labor entdeckte Cyrus sie. Eine Übersetzung von Aus den Tiefen der Hölle. Obwohl ihn die Geschichte der dunklen Künste faszinierte, konnte er nicht zulassen, dass ein Kollege das Wissen zum Bösen missbrauchte. Und so kam Cyrus nach Steinkrat, um das Buch
wo das Buch sich befand. Würde er hier Antworten finden oder nur weitere quälende Fragen? Das werden wir noch erfahren, das wollte ich gerade sagen. Endlich in Steingrad. Eine wirklich riesige Stadt. Das wird wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Na denn? Zuerst sollte ich den Stand der Dinge rekapitulieren. Wahrscheinlich wurde die Übersetzung von Aus den Tiefen der Hölle von einem Buchmacher in dieser Stadt angefertigt. Aber wo mit der Suche beginnen? Am sinnvollsten wäre es wohl, an der Quelle anzufangen. Ja. Wenn die eine Bibliothek haben, dann ja. Was bedeutet direkt zur... Buchbinderei. Natürlich, wohin auch sonst. Very well. Nun gut, dann beginne ich mit meinen Nachforschungen. Ah. Schon wieder so ein mysteriöser, bekleideter Mann. Take care. Passt gut auf euch auf, Gelehrter. Wisst ihr, nur spüre ich es auch. Das untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Zuerst war es nur ein schwaches Gefühl, das kam und ging. Aber mit jedem Schritt, den wir gehen, wird es stärker. Ohne Zweifel sind eure Instinkte schärfer, als sie meinen. Ich frage mich, wie ihr dieses Talent entwickelt habt. Das kann ich nicht sagen. Ich habe es auf dem Schlachtfeld gelernt. Wie genau, kann ich euch nicht sagen. Oh, ich hatte gehofft, es gäbe einen einfachen Trick dabei. Es ist nicht allzu schwer, wenn ihr bereit seid, so viele Schlachten zu schlagen wie ich. Nicht allzu schwer bedeutet für euch und mich wohl nicht dasselbe. Wohl wahr. Auch ein Gelehrter wie ihr kann nicht alles über diese Welt wissen, was es zu wissen gibt. Da hat er recht, der Ulberik. Okay. Indeed. In der Buchbinderei arbeitet ein Mann namens Dominik. Was ihm an Herzenswärme fehlt, macht er mit seinem Geschick wett. Weg. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Buchbinderei Angestellter, 34 Jahre alt, Aussage, ich verkaufte ein Buch aus meiner Hand an Dominik, einen Übersetzer. Sein Haus liegt im Osten der Stadt. Der Verbleib des Buches, okay. Sehr interessant. Mhm. Also dann, sieht so aus, als sollte ich diesem Dominik mal einen Besuch abstatten. Ich werde ihn wohl in der Werkstatt östlich von hier finden. Ja, dann wollen wir ihn mal einen Besuch abstatten. Und zwar hier vermutlich. Excuse me. Verzeiht, ist dies das Zuhause von... My apologies. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin nicht in Stimmung für Gesellschaft. A moment of your time. Wenn ihr nur einen Augenblick erübrigen könntet, werter Herr. Es gibt da etwas, was ich euch fragen... Be gone with you. Ich sagte, ich will niemanden sehen. Verschwindet jetzt. Ist sehr freundlich. Scheint ein sturer Kerl zu sein. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Bitte vergibt mir mein Eindringen. Einen guten Tag, mein Herr. Ich würde nur zu gern etwas mehr über unseren Freund Dominik erfahren. Ja, wir auch. I see. Er weigert sich, mit euch zu sprechen. In der Tat, ich muss die Sache anders angehen.
Ihr seht so bedrückt aus. Macht euch etwas Sorgen? Ich habe nachgedacht, warum sollte jemand, der so talentiert ist, allen anderen den Rücken kehren? Der Schmerz in seiner Stimme lässt auf einen Mann schießen, der alles aufgeben musste. Ihr unterstellt, dass es einen Grund für sein Verhalten gibt? Vielleicht, ich weiß nicht. Aber wenn ich an das Leben denke, das er einst führte... Ja, richtig. Etwas Furchtbares könnte ihm zugeschossen sein. Ich muss mehr herausfinden. Vielleicht finde ich sogar einen Weg, ihm zu helfen. Ein guter Plan. Gehen wir ans Werk. Ja. Gemeinsam schaffen wir das schon irgendwie. Gut nachbarliche Großmutter, 68 Jahre alt. Aussage: Dieser Dominik kasperte sich völlig von der Welt ab, nachdem seine arme kleine Tochter vor 15 Jahren an einer Krankheit verstorben war. Ah, deswegen. Dann kann ich Dominiks Verhalten jetzt auch verstehen. Dominiks Rückzug. Sehr interessant. So, und hier in der Hütte? Ja. Gut nachbarlicher Großvater, 70 Jahre alt. Aussage: Dominik hatte einen Übersetzungsauftrag, mit dem er ein Vermögen zu verdienen hoffte. Er hörte nie auf, den Tag zu bereuen, an dem er zugesagt hatte. Der arme Kerl. Dominiks Reue. Okay. Okay. The truth. The truth. Ach Quatsch. Studieren, das wollte ich. Ah, er ist ein Apotheker, okay. 31 Jahre alt. Aussage: Hab mal etwas Medizin an Dominik verkauft. Das muss ungefähr 15 Jahre her sein. Er war da in einer finanziellen Notlage. Okay. Very well. Das sollte wirken. Dominik wird diesmal wohl etwas gesprächiger sein. Hoffen wir. Excuse me. Verzeiht, Meister Dominik, ich bin Cyrus der Gelehrte, der schon einmal bei euch vorsprach. Oh. Ihr schon wieder? Ich sagte doch, ich will niemanden. Wen verlor Dominik vor 15 Jahren an eine Krankheit? Seine Tochter. Welche Aufgabe übernahm Dominik, um seine Schulden zu bezahlen? Scheiße. Was war denn das jetzt? Ich glaube, er musste einen Schatz stehlen, ne? War das nicht das? Not exactly. Nein, das kann nicht sein. Ich sollte das nochmal überdenken. Achso. Ein Buch übersetzen? But of course! Ja, wenn ich richtig liege, ist das zweifellos der Grund, warum Dominik jeden Kontakt zur Außenwelt abgebrochen hat. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen, mein Freund. Aber ich hörte, ihr habt eure Tochter vor etwa 15 Jahren an eine Krankheit verloren. Thusly. Seither habt ihr euch zurückgezogen und jeden Kontakt zur Außenwelt gemieden. Um die Tränke herstellen zu können, die eure Tochter vielleicht gerettet hätten, brauchtet ihr Geld. Und zwar schnell und viel davon. Und so übernahmt ihr eine ungewöhnliche Aufgabe. Yes. Und zwar die Übersetzung von Aus den Tiefen der Hölle. Wer hat euch das erzählt? Now then. Das Buch, das ihr übersetzt habt, ist nun in meinem Besitz. Offenbar seid ihr ein Gelehrter von großem Wissen und großer Weisheit. Ihr sorgtet dafür, dass die schrecklichsten Passagen nicht auftauchten. Zweifellos war euch bewusst, welche große Gefahr sie darstellen. Als Wissenschaftler kann ich nicht tatenlos zusehen, wie Wissen für böse Zwecke missbraucht wird.
Und so frage ich euch, wer hat diese Übersetzung bei euch in Auftrag gegeben? Kommt herein. Many thanks. Danke, mein Freund. Listen. Ach, wo soll ich bloß anfangen? In truth. Vor etwa 15 Jahren suchte ein Mann mich auf. Er sagte, er hätte eine Bitte von allergrößter Dringlichkeit. Seltsamerweise kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern. Er war ein Gelehrter und seine Worte ließen keinen Zweifel daran, dass sein Verstand messerscharf war. Woran ich mich genau erinnern kann, sind seine Augen, die blutrot brannten vor Wissensdurst, der nahezu an Obsession grenzte. What in the... Rote Augen? Könnte es sein? Nein, den Gedanken sollte ich fallen lassen. After that. Man sagte, er hätte in den letzten Jahren eine angesehene Position an der Königlichen Akademie in Atlasdam bekleidet. It couldn't be. Grundgültiger Schulleiter Yevon. Yes. Ah, yes. Ach ja, jetzt fällt mir alles wieder ein. Yevon war sein Name. In truth. Er kam zu mir, einen alten Folianten auf dem Arm. Es war aus den Tiefen der Hölle. Ich musste nicht lange überlegen. Is that so? Obwohl ihr die Gefahr kanntet, die von seinem verbotenen Inhalt ausging? Yes. Ja, das Risiko war mir bewusst. Und dennoch, welche Wahl hatte ich? Die Arzneien für meine Tochter kosteten ein Vermögen und ich war nur ein einfacher Gelehrter. Also befolgtet ihr Jeffens Anweisungen aufs Wort, genau. Yes. Ja, ich habe das schreckliche Werk übersetzt. Und fürchtete unablässig um mein Leben, angesichts der Schrecken, die drohten, wenn das Wissen in falsche Hände geriete. Am Ende konnten auch die kostbarsten Elixiere mein armes Mädchen nicht retten. Rückblickend glaube ich, dies war die Strafe für meine Sünden. Schulleiter Yevon. Was dachte sich der Mann nur? Ihr sagt, das Buch sei in eurem Besitz. Ich flehe euch an, versprecht mir... Leave it to me. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder Kummer oder Leid verursacht. Ihr habt mein Wort. Der Schmerz und die Schuld, die ihr tragt, sind für mich unvorstellbar. Aber ich hoffe, das spendet euch wenigstens ein bisschen Trost. Schenkt eurem Herzen Frieden, Freund, so gut ihr es vermögt. You have my thanks. Cyrus, nicht wahr? Habt vielen Dank. Ja, so ist er halt. Oh, und da ist wieder der mysteriöse, bekleidete Mann. Nun, wollt ihr euch weiter in den Schatten verstecken oder sollen wir diese Scharade beenden? Oh, das hört sich weiblich an. Also wart ihr euch meiner Anwesenheit bewusst? Just so. Ich wusste, dass mir jemand folgt, ja. Ah, sie ist das. Schön, euch außerhalb der Akademie zu treffen. Ihr seid doch die Assistentin des Schulleiters, Fräulein... Call me Lucia. Greetings. Ist mir ein Vergnügen. Und warum seid ihr mir hier gefolgt, Fräulein Lucia? I apologize. Verzeiht mir, Professor Albright. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich hörte zufällig, dass ihr nach dem Verbleib eines gewissen Folianten forscht. Ein Buch mit dem Titel Aus den Tiefen der Hölle. Ist das korrekt? Hm? Und was, wenn ja? In truth.
Was ich nun sagen werde, müsst ihr mit allergrößter Vertraulichkeit behandeln. Ich habe Grund zur Annahme, dass Schulleiter Yevon einen widerwärtigen Plan verfolgt, der mit besagtem Buch in Zusammenhang steht. Why? I'll be... Der Dieb, der das Buch aus dem Archiv gestohlen hat, war also... Yes. Der Schulmeister selbst. In diesem Punkt bin ich mir absolut sicher. Ich mag die Assistentin des Schulleiters sein, aber zuallererst bin ich eine eigenständige Gelehrte. Ich werde nicht harmlos zusehen, wie der gute Name meines Berufsstandes von einem Mann beschmutzt wird, der Wissen zum Zweck des Bösen einsetzt. Darum bin ich... Indeed. ...hierher gekommen, um meine Hilfe zu suchen. Correct. Ja, meine Intuition als Akademikerin sagte mir, dass ihr ein vertrauenswürdiger Mann seid. Wie ihr sicher wisst, stammt Schulleiter Yevon selbst aus Steingrad. Yes. Ja, ich wollte diesem Umstand nachgehen, sobald meine Aufgabe hier erfüllt ist. Sein Geburtshaus steht noch. Obwohl, seltsame Gerüchte über diesen Ort kursieren. Ich konnte herausfinden, wo es steht, aber ich zögerte, meine Nachforschungen auf eigene Faust fortzusetzen. Und deshalb möchte ich euch, Professor Albright, bitten, mir dabei zu helfen. I see. Ich verstehe. Bevor ich etwas verspreche, möchte ich das Haus aber mit eigenen Augen sehen. Correct. Ich verstehe vollkommen. Ihr findet es im Norden der Stadt. Jetzt ist nur die Frage, kann ich ihr auch trauen? Weil wir haben jetzt hier schon genug Verräter jetzt kennengelernt. Shall we begin? Sehr gut, dann wollen wir sofort dorthin gehen. Ob ich euch helfen kann, werde ich euch dort wissen lassen. Klingt das akzeptabel für euch? Thank you. Aber natürlich, danke Professor. Ich werde vorausgehen und euch dort treffen. Okay. Ja. Jetzt erstmal gucken. Ne, mein Team ist voll geheilt. Okay.